Lass das! Boah! Wehr dich doch! Na, hey. Los, wehr dich! Wehr dich, wehr dich! Mein Gott! Hehe! Ah, du Kleiner! Hehe! Gut. Mannbär-Schwein in die Area! Man-Bear-Pig, finde ich gut. An sich, diese Anspielungen waren ja auch schon in den anderen beiden Spielen drin und das war großartig. Okay. Ich habe gedacht, das ist so eine Fläche, wo man auch reingehen kann. Oh! Warte mal, habe ich da schon dann welche verpasst? Sorry, dass ich zurücklaufe, aber wenn ich Punkte sammeln kann, why not? Aber ich glaube, hier haben wir noch nichts verpasst, ne? Ich glaube tatsächlich wirklich nicht. Nö, okay. Bin ich umsonst zurückgelaufen, aber hey. Was soll's? Dreimal können wir die Karte nutzen, die wir haben. Aber ja. Gehen wir erstmal zu Starks Teich. Da kommen die Elfenneuling. Zeig's ihnen. Au. Okay, das ist aber ein bisschen umständlich. Und da kommen meine Freunde. Meine KI-Freunde. Autsch, das tut weh. Das mag ich auch nicht so gerne. Lass mich das doch einfach alleine spielen. Mann! Ich bin tot. Kann man die Leichen eigentlich noch hauen? Oder anfurzen? Okay, aber kein Kommentar dazu anscheinend. Die Frage ist, kann ich da rein? Muss ich da durch? Warte mal, ich laufe erstmal kurz hier weiter. Hier wäre so eine Versteckfläche. Oh. Ja, wieso nimmt er die nicht auf? Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, aber ich muss da lang. Und darum... Okay, hier kann ich auch nicht hoch. Ich habe gedacht, das sind Flächen zum Hoch... ...sliden. Wobei das schon so ein bisschen so aussieht, als wenn man da irgendwie hoch könnte. Warte mal. Ah ja, ich kann gerade wieder nicht furzen. Ah ne, da geht's weiter. Hier kann man nicht rein. Sehe ich jetzt gerade, weil hier der Weg lang läuft. Ich habe mich gerade zu sehr darauf fokussiert, dass man da eventuell rein kann. Man muss halt auch sagen, die machen sich's aber auch ein bisschen leicht dadurch, dass jetzt hier alles voll mit Schnee liegt, ne? Da liegt das Heil-Item, aber wir sind halt voll. Wahrscheinlich konnte ich es deshalb auch nicht aufnehmen. Die Heiden sind hier! Schlag zu, meine Elfen! Meine Güte, reich mal einen Pfeil aus. Das sagst du so. Wie die angerannt kommen. Bah, nein. Oh, Mist.
Toll, wenn die runterfallen, muss man die unten weiter bekämpfen. Spieler 1. Ah, okay. Das war knapp. Jetzt wurde das Heil-Item genommen. Ja, Spieler 1, das war knapp, sagt er. Ja, war's wohl. Gut gemacht, so. Leute. Scheint eine gute Idee gewesen zu sein, dich anzuheuern. Sieg! Was war das jetzt? Auf jeden Fall habe ich irgendwas eingesammelt. Kann man die Barrikaden wegmachen? Nein. Okay, da kommen die Gegner halt raus. Ich setze mich mal just anders hin. So. Hey, Krieger. Okay, Jimmy. Genieß den seltenen Moment des Friedens. Kann man? Die Lichter eines fernen Landes sind nur die Ruhe vor dem Sturm. Das finde ich gut. Shitty Fuck, Jimbo's Guns, Skeeters Weinbar, die Kühe. Oh, ihr seid süß. Mö. Schade. Irgendwie würde ich mir mehr Interaktion wünschen. Aber, ja. Vielleicht auch heulen auf hohem Niveau. Aber gerade wenn man bedenkt, wie liebevoll die anderen beiden South Park-Spiele waren. Hallo. So, Jimmy, erzähl mal. Sieh dir deine Möglichkeiten an. Okay. Und der scheiß Timer läuft wieder. Der ist mir vorhin wirklich nicht aufgefallen, obwohl der groß und präsent ist. Ah. Okay. Blutsaugende Flammen. Vollgeladene Stabkugeln kosten 5 Gesundheit. Yep. Okay, Gegnern Schaden zufügst, wirst zum Anfang angepisster. Gegner lassen 50% mehr Klopapier liegen. Ich nehme die. Hätte ich auch schon im Blick. Vergeude diese Karte nicht. Kann man nochmal mit ihm interagieren? Nein. Okay. Dieses Tor versperrt den Weg nach draußen. Aber du musst diese Elfen hier besiegen, bevor du es öffnen kannst. Map-technisch gar nicht mal so übel, ne? Unterschätze niemals den Zorn der Elfenkinder. Okay, das ist gar nicht so leicht, dadurch, dass die sich halt bewegen. Und zielen sollte auch geübt sein. Wow. Darf ich das wiederholen? Bullshit. Okay. Was werdet ihr ohne Waffen machen? Sie haben eine Schaumwaffenkarte gespielt. Ausgenudelt. Meine Nahkampfangriffe richten negativen Schaden an. Ja, okay. Aber ich will erstmal das Klopapier einsammeln. Aber wenigstens laufen die Karten nach der Zeit ab. So, kann man hier hoch? Nee, doch. Baumstümpfe sind gutes Zeichen. Das reduziert Kyles grünes Mana. Ernsthaft? Dann halt so. Dann halt so. Ja, wir können auch einfach die Zeit ablaufen lassen, ne? So. Zeit abgelaufen, aber ich... Oh, fick dich. Ich denke, der wird... das erneut... zum Thema machen. Weil die werden ja noch ein paar Karten haben. Ups. Ah.
Boom! Nimm dich vor Bogenschutz, ne? Oh, Nacht, Schlamm. Im Schlamm spielst Neuling. Ja, hoch da. Flankiert den Neuling! Nein, ich bin erledigt. Nein, ich bin erledigt. Alles schön mitnehmen. Jetzt kannst du das Tor öffnen. Alles schön mitnehmen. So. Heilung. Wobei wir ja selber auch noch die Möglichkeit zum Heilen haben. Ich bin tot. Ich guck trotzdem nochmal unten im Schlamm. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Okay. Hä? Ich habe gerade noch eine Klorolle eingesammelt und da auch noch eine, okay. Nach Möglichkeit alles mitnehmen. Ich habe gute Treffer gelandet, was? So, knacke das Schloss. Robert. Let's go. Such nach Elfenschätzen. Wir sind im Krieg, also ist das kein Diebstahl, wenn man ihren Scheiß klaut. Boah. Ja, ich glaube, dass der da Schaden und so anzeigt, das macht er wirklich nur, wenn man einen Bogen schießt. Wie hieß sie denn nochmal? Ich glaube, Henriette. Du, folge mir in die Dunkelheit. Hey, Jimmy hat mich darum gebeten, dir bei deinem Spiel zu helfen. Dies sind dunkle Ritualkarten. Sie können Macht jenseits des Alltäglichen manifestieren. Okay. Aber einige davon haben ihren Preis. Es liegt an dir, was du bereit bist, für Wohlstand und Macht zu opfern. Okay. Aber egal. Na los, such dir eine aus. Und die Zeit läuft. Fülle alle null verbrauchten Bullshit-Einsätze wieder auf, okay? Die dir angeborene Gabe der Täuschung ist wieder erwacht. So. Okay, opfere Quadratschnorre für 60 dunkle Materie. Und dann haben wir noch die. Erhöht die Seltenheit der Karte Quadratschnorrer 70. Ich glaube, ich nehme. Ich glaube, ich nehme die hier. Mehr Stärke, eine gute Wahl. Manchmal bin ich hier in Jimmys Haus, um Karten für dich zu legen. Wenn das Schicksal es so will. Okay. Also, wenn du mich siehst, sprich mich an. Die Synchronstimme. Foxy Love unter anderem aus Drawn Together. Ich weiß, wir sollten zu dem Kreis, aber... Man kann sich auch mal hier umgucken. Eisphysics, juhu. Und hopp. Ja, halte ich nicht fest. Aber vielleicht geht das auch nicht. Aber ich glaube wohl, dass das geht. Ja, sag ich doch. Weil hier oben ein Zelt ist. Okay, den Müll können wir nicht zerstören. Ins Zelt können wir leider auch nicht. Hier drüben ist noch eine Box. Oh! 80% mehr Klopapier! Na Mensch. Da lohnt sich das Umgucken ja schon irgendwie. Ja, komm, gehen wir hier weiter. Betrete Starks Teich. Ist da jemand? Oh. Mir ist so kalt. Aber hier sitzt doch gar keiner drin. Oder wer redet mit uns? Hallo? Stadtwasser. Oh, na guck mal, wer da wieder ist.
mit dunklen Gaben. Hörst du das? Neue dunkle Gaben. Schau dir das mal an. Okay. Erhöhe die Seltenheit der Karte Ausbluten. Fülle alle null verbrauchten, okay, und... Okay. Opfere Quadratschnorrer, um die Stufe aller deiner sonstigen Upgrade-Karten zu erhöhen. Nö, will ich nicht opfern. Ich würde sagen, wir nehmen Ausbluten. Ja, nehmen wir die. Immer gut. Okay. Ist da jemand? Ich glaube, das ist der reguläre Weg. Ich würde mich erstmal noch umgucken wollen. Wo ist denn der? Hallo? Nein, da wollte ich doch noch gar nicht hin. Also, ich wollte mich eigentlich erst umgucken. Gott sei Dank. Ah! Du musst mir helfen. Brandy. Ich habe nach Vorräten gesucht und bin im Eis stecken geblieben. Aber ich habe den Jackpot geknackt. Sieh dir mal all das Klopapier an. Du musst das Eis irgendwie brechen und mich hier rausholen. Schnell, meine Eier werden schon zu Eis. Boah. Elfenschatz, das riecht nach einer Falle. Das riecht nach Kyle. Oh ja, Kyle. Ja, ich kann dir helfen, Kyle dran zu kriegen. Hol mich einfach hier raus. Ich gebe dir auch einen Schatz. Nicht sicher, ob ich ihm traue. Aber du darfst das Risiko eingehen. Starte einfach den Tankwagen. Ich meine den gnomischen Moloch. Und fahr ihn durch das Eis. Du brauchst nur die Schlüssel und Benzin und musst, naja, fahren lernen. Finde Benzin und Schlüssel. Alles klar. Da hinten ist Benzin, hier scheint der Schlüssel zu sein. So. Finde die Elfen, sie haben wahrscheinlich das Benzin und die Schlüssel. Das ist hier aber auch selten bei dem Wetter. Schön. Schön Toilet Paper. Schade, dass wir das nicht entzünden können für ihn. Okay, gut. Gehen wir erstmal uns für den Schlüssel prügeln. Ich hab da hinten halt nur einen Gegner gesehen. Kannst du mir vielleicht sagen, wo deine geheime Basis ist? Nein. Verdammt! Na schön, macht sie fertig, Neulinge! Gib auf! Geblockt! Oh! Da ist Blut auf meinem Schild. Oh nein! So. Nicht den Bogen. So, du Wichser. Zack. Oh, 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 was sind das für Ranken? So. Au. Wow. Oh, Mist. Bullshit. Alles klar, Kyle spielt wieder die Bullshit-Karte. Riesenwuchs. Okay. Der Gegner hat eine Bullshit-Karte gespielt. Sie haben jetzt Riesenneulinge. Haltet euch fern, oder sie zermalmen euch. Au. So. Okay, jetzt weiß ich auch, was die mit Malm. Malm! Die Stampfattacken. Einer deiner Teamkollegen ist verletzt. Alter! Schnell, renn rüber und hilf! Ja, ich komm nicht weg!
Wiederbeleben. Oh Gott. Dein Verbündeter wurde niedergeschlagen. Nein! Du musst nah dran sein, um bei der Heilung zu helfen. Ich muss erstmal klarkommen. Gut gemacht. Oh Gott. Sorg für die Sicherheit der anderen da draußen. Ich werfe es. Nein! So. Okay. Mich selber heilen ist so eine Sache. Fast hätten sie dich erwischt. Aber nur fast. Oh. Okay, wir spielen nochmal eine Bullshit-Karte. Scheiß drauf. Zeit für ein wenig Chaos-Kontrolle. Schnapp dir den Heiler, Arschloch.